Kann ich nicht einfach mal respawnen? Geht das nicht? Wahrscheinlich nicht. Nee, Moin, respawn kann man nicht drücken. willkommen zurück in brennenden Stadt, wo ich dachte, es sei Elektro und mir langsam nicht mehr sicher bin, ob das Elektro ist. Und ich bin bei den drei Tälern. So, ach du Scheiße! Das ist, da weißt du, wo das ist? Oh nein, ich will es nicht wissen. Das ist Sag's in mir nicht. Zolnitsch, das ist in der Nähe von Zolnitschi. Wo ist denn das? Das ist das, wo du vorhin gespawnt bist, schräg rechts von Elektro. Ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Also Nietzsche geht, aber ich bin in Ja, Elektro. Ich warte bin mal, 100 ich Pro in verrenne mich Elektro. gerade. Mehr muss ich, muss mein Meer links haben. Ich bin auf jeden Fall in Elektro. I'm running towards you. Ja, lass uns mal in Elektro. Also komm mal rein und dann. Ich habe hier auch die Grafikfehler von Elektro. Das alles cool. Es brennt, es ist Es wird immer Grafikfehler. assiger in DayZ. Echt, es wird immer assiger, die Leute. Ja, irgendwie weiß ich gar nicht, wie die das schaffen. Also gut, ey, so einen Bus zusammenzukriegen ist schon mal übel. Und dann fahren die hier einfach nur über die Straße, hupen und nehmen Leute mit. Das ist schon mal lustig. Aber dass die Ich dich meine, nur dass du noch über einfach einen Haufen unbewaffnet. knallen. Ich habe ja noch gesagt, ich bin, dass ich. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch sagen können, ich hab keine Muni, aber. Ich meine, der Rotz, der schießt mich einfach mal gnadenlos nieder. Ich hatte jetzt auch kein wirkliches, war relativ offenes Gelände, weißt? Ja, ich bin dann immer, ich laufe immer zickzack dann. Dann schießt, dann Aber siehst der du. Typ war ein bisschen komisch. Ich glaube, es waren mehrere. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil einmal war es voll weit entfernt, ich renne extra zickzack, auf einmal höre ich es direkt hinter mir und dann hat er mich auch perfekt getroffen. Weißt du, wo das Krankenhaus in Elektro ist? In Elektro. Lass mich überlegen. Weil das ist ja relativ groß und sichtbar, weil ich sehe es wohl gerade. Wenn die Das Grafikfehler. Tell würde ich dir empfehlen. Da kannst du richtig, richtig abbluten. Das ist, glaube ich, gegenüber, ne? Das ist in der Nähe, das ist, glaube ich, direkt neben dem Krankenhaus oder neben Ja, dem das Shop auf jeden müsste Fall. direkt gegenüber sein. Ich gehe mal jetzt Richtung Hotel. Nicht gegenüber, aber links davon, glaube ich. Ist auf Ja, einer stimmt, offenen ich kann es Platte. sehen. Das ist auch so ein großes Hochhaus, ne? Mit einem Text oben dran, oder? Ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall, das steht auf einem offenen Platz. Ja, da ist auch so ein Stern oben, glaube ich, Da, drauf. also da würde ich reingehen. Das lohnt sich wirklich eigentlich immer, da reinzugehen. Okay. Kriegst du immer gutes Zeug. Ich gehe aber erstmal ins, Ins Krankenhaus. ja, weil da haben wir natürlich dann Hoffnung, ganz viel Blue Packs und so weiter zu finden jetzt. Den Weg bin ich doch schon mal gerannt hier. Ja, ich glaube, bei meinem ersten Spawn war das, glaube ich, so. Ja, ähnlich. So, jetzt muss ich natürlich dieses tolle Krankenhaus mit meiner Gun kaputt schießen und dann habe ich Angst, dass jetzt alle kommen. Mal sehen. Bats! Nimm Fenster ist eine mir. Hatchet, nimm lieber eine Hatchet oder so. Ich glaube, ich habe keine und das Fenster ist Was mir hast eine. du für eine Waffe? Oh, Ich da weiß. musst du schon ein bisschen drauf. Da musst du, glaube ich, zwei Magazine fast drauf natzen. Ich habe eine M1911, 1911, Das ist ein M1911. Schrott. Und ich habe keine Hatchet, deswegen muss ich das mit dem Ding machen. Ja, es ist ein Schrott. Da müsste das Fenster ja kaputt gehen. Ne, Aber ich ist meine. keine Schrot, ist so eine kleine Handgun. Zweimal draufschießen, war Ach es so, kaputt. die M. Ach so, bestimmt. Ich habe die M1014 gedacht. Du hast die M1911. Wird eine Weile dauern. Ja, Sag mal, wir zweimal haben. draufschießen, dann ging's. Jetzt habe ich hier Zeug. Morphin haben wir schon mal. Sag mal. Bloodbags. Eigentlich immer wenn in Aufnahmen muss irgendwas draußen passieren. Kann das? Ey, man ist ja voll was los. Also, das geht. Antibiotika, Bandages, ich bin komplett ausgerüstet. Immer mal Alter, oben. nimm dir bitte mal mindestens 5 Blutbags und Bandagen mit. Ich bin dabei. Nehm alles mit Du Painkillers. musst dich umschauen. Es gibt auf jeden Fall noch im Haus gegenüber oder so müsstest du noch immer mal reingehen. Findest auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein Alice-Bag und ein Check-Pack. Sehr gut. Hier haben Findest du wir. auch immer in den nahen Häusern, so in der Bar oder so, findest du meistens noch ein Alice-Bag und ein Check-Pack. Also ist mir so gegangen. Ich Und im werde. Shop. Shop findest du unter Garantie mindestens ein Ja, Shop Alice-Bag. ist immer was los, das stimmt. So, ich guck mal hier Bin mal mal noch ein bisschen angekommen, lagen 8 tote Spieler auf dem Haufen. rum. Ganz so angenehm, Ja, nicht da ist so. oft ja dann Fliegenkoma angesagt. So, Das war oben nicht mehr weg. lustig. Na, den Weg bin ich bei meinem ersten, bei meinem ersten, bei meiner ersten Runde der Set mit dem Freund. Gelatscht. So, hoho. Da ist noch mehr Blutbags. Ich nehme erstmal alles mit, was hier ist. Ich kann ja nachher noch austauschen. Ich müsste irgendwann auch mal probieren, das aufzunehmen. Bam, 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 bam. Hier könntest du dein Zelt aufstellen. Das ist richtig der Arsch der Welt, ey. Aber es sieht einfach traumhaft schön aus, eigentlich. Scheiße, Open Back Fast wollte schon Alan Wake-Style. ich nicht. So eine hübsche Klippe am Meer sieht echt gut aus. So, Krankenhaus ist dann soweit, weil mehr Platz habe ich auch nicht mehr. Ich hasse es. Weißt du, ich habe einen Vorhang und das Fensterbrett ist weiß, also dieses Ding. Und es Genau da, wo blendet. der Vorhang nicht ist, blendet mir genau ins Auge. Ja, wie das sein muss. So, ich gehe mal Richtung Hotel jetzt. Ich könnte natürlich auch den Weg schwimmen. Badam, badam, badam. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Meinst du, Hotel könnte man sich treffen? Ja, Hotel ist immer eine super Idee. Kannst auch gut aborten eigentlich.
Es ist zwar eigentlich nicht gerade der beste Ort zum Aborten, aber müsste eigentlich gut gehen. Na gut, ich bin ja nicht da. Das Einzige, was daran gefährlich ist, wenn du das nächste Mal dich einloggst und da ist dann einer. Ich bin auf einer Insel mit einem Leuchtturm. Ist sie denn mit dem Festland verbunden oder ist es eine echte Insel? Ich glaube, es ist sogar eine echte Insel. Oh, dann weiß ich, wo du bist. Dann musst du noch ein ganzes Stück laufen, bis du bei Elektro bist. Ja, das ist genau. Aber ich guck mal rein. Vielleicht ist es auch mit dem Festland verbunden. Das könnte natürlich auch sein. Ist so ein bisschen verbunden. Ja, aber wenn du mit dem Festland verbunden bist, bist du ziemlich nah dran. Sieht man nicht genau. Das ist so ein Haufen Wald davor. So, ich krabbel jetzt mal gerade hier in Richtung Grafikfehler. Auch hübsch. Da freut er sich aber. Auch hübsch. So. Wusstest du, dass die Items sich sogar absichtlich rausbacken? Ja, sollen? Das ist Absicht. Da kannst du dabei was verlieren. Das ist so genau. Es ist auch so ein bisschen bekloppt. Also ja, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, inwieweit das denn jetzt bitte realistisch ist, wenn man... Mein Rucksack ist zu, aber fällt alles raus. Fällt alles raus. Nee, vielleicht das in den Taschen. Ist mit dem Festland verbunden. Sehr gut, dann ist es nicht so weit. Dann musst du jetzt einfach weiter Richtung Strand und dann kommt es auch als nächstes schon. Dam, da, dam, da, dam, dam, da, dam, da, ein bisschen spannende Musik nebenher machen. Vielleicht sehen wir uns doch noch, ansonsten haben wir es erfolgreich geschafft. Ja, so schlecht war es trotzdem nicht. Nein, es war witzig. Es ist auch immer was, noch witzig. Was man hätte machen können, wäre natürlich, ich nehme auf und du fügst es als Mini-Bild oben ein. Das in die Ecke ein, ja. Merken wir uns für nächstes Mal. Aber da musste ich vorher erstmal noch rausfinden, wie man mit Sony Vegas in angemessener Art und Weise rendert, ohne dass danach überall, wenn du dich schnell bewegst, Streifen drin sind, weil das hässlich aussieht wie die Nacht. Das sind Renderfehler. Ist komplett ätzend. Aber mit dem Sony Vegas kriegst du, glaube ich, auch nicht gerade die kleinsten Sachen raus. Nee, das ist es ja. MIGUI ist schon echt ziemlich... Oh, jetzt steht er auf einmal auf, die Sau. Ja, MIGUI rendert wirklich überraschend gut. Ja, und kostet nix. Deswegen kriegen meine Zuschauer jetzt gerade zu der Sekunde auch nichts, kriegen sie direkt morgen mal zwei Sachen dann. Man muss ja dann ja wieder aufbessern. Ja, bei mir gibt es momentan auch Zusatz, Counter-Strike. Aber wie gesagt, für die Aufnahme wollte ich es jetzt nicht wieder ewig fatzen lassen dafür. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das Hotel ist. Ich glaube, da kann ich gar nicht rein. Ich weiß nicht, vielleicht sind das doch die... Scheiße. Weil in Minecraft ist zum Beispiel, wenn du uploadest, nicht ganz so schön. Das ist dann halt ein bisschen nervig mit Pistons oder so, weißt? Ja, gut, das stimmt. Aber ansonsten ist... Aber hier in DayZ, wenn halt die Zombies rennen, du schießt die Zombies weg und dann feuerst du erst. Ist das ein wenig, wenn du dann Sniper bist. Ja. Ha! Fahr daneben! Ich bin in einem Haus, aber es ist auf jeden Fall nicht das Hotel. Hier gibt es Munition. Vielleicht ist es Munition für meine Waffe. Ich schau einfach den Boden an, während ich laufe. Was mich auch so nervt, wenn du läufst, dann blockt dich so ein bisschen... Ah, fuck! WTF? Ich wurde von einem Spieler umgebracht! Weißt du, was er sagte? Fuck, Lauffuchsboss. Oh, was ein Arschloch. Der hat mich weggeaxtet, während ich da am Looten war. Was ne Sau. Ey, okay. Siehst du was nicht? Okay. Na gut, jetzt haben wir noch 11 Minuten. Arxtus? Jetzt haben wir noch 11 Minuten, wir müssen noch ein bisschen zusammenfassen und dann muss ich dich verabschieden, ganz freundlich, und dann machen wir das nächstes Mal geiler. Dass ich jetzt nicht wieder eine neue Geschichte erfinden muss, das zählt nicht, das war eine Bonusfolge. Das war hier einfach nur mal, um zu zeigen, dass DayZ noch lebt. Das war nur mal so reingucken, wie es gerade läuft, ne? So von wegen, so versucht man mal eine Aufnahme zustande zu kriegen. Outtakes 2012. Ja, nächstes Mal nehmen wir uns halt eine Woche Urlaub, damit wir uns das vorbereiten können. Ne? Wahnsinn. Ja, gut. Da Schulkindergärten samstags meistens zu haben, würde ich ja mal sagen, habe ich auf jeden Fall wenigstens Wochenende ein bisschen Platz. Ja, da müsste man sich nochmal wieder einen Samstag raussuchen. Und wie gesagt, Zeit haben wir, sind ja noch Schulferien, also da habe ich jetzt noch ein bisschen. Das siehst du. Ich danke dir auf jeden Fall soweit fürs Mitdaddeln. Und mit Failen. Und wir werden auf jeden Fall nochmal einen zweiten Lauf starten. Dann ja, denke ich mal. So wir haben ja jetzt erstmal gelernt, wie das geht zusammen. Man muss ja erstmal gucken, wie das funktioniert. Wir haben gelernt, dass man sich nicht so häufig sieht. Okay, alles klar. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal nach Elektro reinzukommen. Ich wünsche dir dabei noch viel Erfolg. Und wir sehen uns bald im nächsten Part wieder.